Zur neuen Part von Mafia 2. Wir haben jetzt die Aufgabe, Carlo Falcone umzubringen. Und er befindet sich im Observatorium. Und dort fahren wir jetzt hin, indem wir ein Auto klauen. Polizeiwagen, der hat es nicht mehr gemerkt, dass ich ein Auto geklaut hat. Merkt man heute halt gar nichts mehr und deswegen ist es nicht überraschend. Mit kein Rase. So, inzwischen, dass ich wieder die Bullen am Haken habe. Hey, Jungs. Hey, Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar, bedien dich.
Ah, da. Guck, sag ich doch, ich brauche wieder 1000 Versuche. Steckst dich wohl an. So unfair, rennt einfach vorbei. Ich muss mich verstecken und der kann einfach oi, 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 vorbei rennen. Vorbei, sei ich noch. Gerade ein bisschen konzentrieren. Berühmt!
Tat doch so. Ja, toll. Irgendwas hat mich wieder erwischt. Ich komme so gut durch und plötzlich, ja. Ding, ding, was steht hier, ey? Porsche, hab ich doch gesagt, ich brauch 10 Versuche wieder. Das ist so eine einfache Scheiße. Ich denke, du bist so ein knallharter Typ. Los, Arschloch! Ping! Thank you.
an. Kannst du das tausendmal machen, dann können wir speichern und rein und dann weitermachen. Denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Carlo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Ach du Scheiße. Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei. Sofort! Ach, schön, wir werden doch nicht verraten. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir erledigen die anderen paar und dann sind wir Joe. Nee, hoffentlich nicht, aber egal. Bis dahin, tschüss, bis dann.